Die deutsche Eishockeynationalmannschaft darf sich, wie schon in den letzten beiden Jahren, über den Gewinn des Deutschlandcup freuen. Trotz der 1:2 Niederlage in der abschließenden Partie gegen die Slowakei, sichert sich das Team um Bundestrainer Harold Kreis den Titel im Heimturnier. Einziger Torschütze für die DEB-Auswahl war Kapitän Leonhard Föderl. Hier sind einige Impressionen und Stimmen zum Turnierabschluss. Daniel Pfaffengut steht bei uns. Erstmal Glückwunsch zum Gewinnen des Deutschlandcups, auch wenn das Spiel heute nicht ganz so erfolgreich gelaufen ist, wie man sich es vorgestellt hat. Wie hast du das Spiel heute gesehen und vielleicht auch deinen Rückblick aufs ganze Turnier? Ich denke, wir haben uns von Spiel zu Spiel jedes Mal gesteigert. Ich denke, wir haben heute trotz Niederlage unser bestes Spiel abgeliefert. Der gegnerische Coach hat uns scheinbar auch ziemlich gelobt. Ich denke, wir haben uns gesteigert und darauf kann man aufbauen, denke ich. Wie schwierig ist das, in so einer kurzen Zeit von einer Woche als Team zusammenzuwachsen? Ich denke, das Problem haben wir beim Deutschen Eishockeybund nicht, dass wir zusammenwachsen müssen. Ich denke, wir sind eine Einheit. Generell schon die letzten Jahre sind wir schon zusammengewachsen. Es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, die Chemistry in den Reihen zu finden, auf dem Eis. Aber ich denke, das haben wir auch ganz gut umgesetzt. Ja, ich meine, es kommen bei jeder Maßnahme, sind ja doch irgendwie zumindest zum Teil andere Leute dabei. Du selber hast ja, glaube ich, auch erst 3 Länderspiele vorher gehabt. Ich weiß gar nicht genau, wie viele es waren, aber ja, es stimmt. Es wechseln immer mal wieder neue Gesichter hier mit rein und die Leute, die haben sich's definitiv verdient. Und der Trainer, der schaut schon auch, dass er es ein bisschen so aufstellt, dass die Leute vielleicht in den Vereinen zusammenspielen oder früher schon zusammengespielt haben. Aber ich denke, wir haben es ganz gut umgesetzt. Ist es für dich persönlich vielleicht auch etwas leichter gewesen, weil du den Harry, den Trainer, ja schon von der letzten Saison aus dem Club kanntest? Definitiv erleichtert das einem das Ganze hier. Aber ich kenne auch ganz viele Leute hier, ganz viele bekannte Gesichter, deswegen ist es nicht ganz so schwierig für mich. Ja gut, aber es ist halt auch immer wieder ein neuer Trainer dann beim Nationalteam. Das stimmt definitiv, aber ich habe das System oder so ähnlich schon in Schwenningen unter ihm gespielt, deswegen ist es für mich eigentlich ganz in Ordnung. Habt ihr eigentlich auf der Bank während des Spiels oder auch schon vor dem Spiel gewusst, wie ihr das Spiel vom Ergebnis her gestalten müsst, um den Cup zu gewinnen, also dass jetzt das 2:1 gereicht hat? Nee, wir wussten es tatsächlich bis zu einer Sekunde vor Schluss, wusste es keiner. Ich glaube, die Trainer wussten es, aber von uns Spielern wusste es keiner. Wie fandest du hier den Standort? Wie ist das Turnier hier? Wie ist es hier angekommen bei euch? Wie hat es euch gefallen? Ja, sehr, sehr gut. Also ich muss sagen, die Verknüpfung mit den Damen auch. Ich denke, das kommt allen zugute. Und der Standort an sich, Landshut, ist ein Traditionsverein. Und man hat gesehen, wie begeistert die Leute hier fürs Eishockey sind. Und ja, das hat sich aufs Eis übertragen. Und ich hoffe, wir konnten ein Stück weit was zurückgeben. Dann wünschen wir viel Glück und dass du auch persönlich das Beste aus dem Turnier mitnimmst in die Liga. Danke. Florian Bugel, heute dein erster Einsatz bei dem Deutschlandcup hier. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich glaube, dass das Spiel relativ ausgeglichen war. Am Anfang haben die Slowaken gleich ein bisschen mehr Druck gemacht. Aber wir sind immer besser reingekommen ins Spiel und hatten auch unsere Torchancen. Haben wir leider nicht genutzt oder der Torhüter von denen hat sehr gute Saves gemacht. Und am Ende haben wir dann nochmal Druck gemacht. Und dann war eine kleine Verwirrung, dass die ihn heute rausnehmen unterm Spiel. Und nach dem Abpfiff waren sich auch noch nicht so alle sicher, ob wir überhaupt das Turnier gewonnen haben oder so. Aber ich glaube, dass das Spiel vom System her, vom Skaten und vom Körper und so das Beste war, das wir gespielt haben im Turnier. Es hieß ja vor dem Turnier, dass der Harry jedem von euch ein Spiel gibt. Wusstest du, dass du das letzte, was vielleicht ja das wichtigste Spiel war, dass du das bekommst? Ja, das wusste ich relativ früh. Als ich dann hier angekommen bin. Es wurde auch offen kommuniziert und in meiner Vergangenheit, sage ich mal, habe ich schon sehr oft gegen die Slowakei gespielt. Deswegen ist es auch mal schön zu sehen, wie die Männer spielen und nicht nur jetzt der Nachwuchs. Aber ja, es sind immer spannende Spiele gegen die Slowakei.
Du bist ein sehr junger Torhüter, du bist auch relativ neu in der Mannschaft. Du hast vorher, weiß nicht, 3, 4 Länderspiele gehabt. Wie bist du im Team aufgenommen worden? Ja, ganz gut. Also man kennt ja viele vom Ligabetrieb. Wir waren auch 4 Straubinger. Und mit manchen hast du ja schon früher zusammengespielt oder kennst du einfach schon. Manche sind vielleicht neu, mit denen unterhältst du dich, dann lernst du sie kennen. Aber bei uns in der Mannschaft, denke ich mal, ist das immer so, dass da relativ schnell eine Chemie zwischen allen herrscht und dass dann das Gefüge sich zusammenfügt. Und wie war es für dich persönlich? Du bist ja Landshuter. Du hast, glaube ich, hier auch eine Förderlizenz gehabt, hier gespielt zuletzt ab und zu. Wie war jetzt das für dich, das Gefühl, dann hier mit so einem großen Turnier mit der Mannschaft zu sein? Ja, es war was ganz Besonderes. Früher immer die Spiele hier angeschaut und jetzt selber hier zu spielen und dann auch noch für die Nationalmannschaft. Es war ganz toll, auch zu sehen, wie viele Leute gekommen sind bei Männern und Frauen. Das war schon was Besonderes, ja. Gut, dann sagen wir Dankeschön und gute Heimfahrt dann. Harold Kreis, heute das letzte Spiel zwar verloren, aber den Cup gewonnen. Erstmal direkt mal darauf eingegangen, hört sich erstmal komisch an. Ja, das ist auch ein Novum für mich. Also ich habe das noch nie erlebt, wirklich, dass wir mit einem Tor zurückliegen und wir müssen uns keine Sorgen machen, dass wir jetzt den Torwart rausnehmen, sondern eher Gedanken, dass wir keins kassieren. Aber so ist es im Turnier mit diesen Regularien und insofern haben wir das Spiel zwar gewonnen, aber den Pokal oder Spiel verloren, Entschuldigung, und den Pokal gewonnen und alles in Ordnung. Das war aber bei euch auf der Bank schon im Laufe des Spiels bekannt? Wir haben es den Spielern im Vorfeld dieses Spiels nicht gesagt. Wir haben dann wirklich gewartet, bis ja, vielleicht noch 10 Minuten zu spielen, wo wir dann auch, wo das 2-1 fiel, wo wir dann gesagt haben, hey Jungs, wir brauchen kein zweites Tor. Wir wollen keins kassieren, spielen weiter so. Sei eher darauf vorbereitet, dass der Gegner sein Torwart rausnimmt. Wie sind Sie insgesamt mit dem Turnier zufrieden? 2 Siege, jetzt die knappe Niederlage? Ja, sehr. Wir haben ja im Grunde 3 verschiedene Mannschaften aufs Eis geschickt. Wir hatten eine große Rotation an Spielern, Champions League bedingt. Und somit sage ich, muss meinen Hut ziehen für den Einsatz der Mannschaft, auch immer wieder mit anderen Mitspielern zu spielen. Die Mannschaft hat heute auch sehr gut agiert. Ich fand, das war von der Struktur, von der Umsetzung unser bestes Spiel. Und daher können die Jungs alle wirklich sehr stolz mit ihrer Leistung und auch mit dem Ergebnis nach Hause fahren. Wie schwierig ist das so, ein Pool von, was hatten wir jetzt, 30 Spieler fast dabei, da dann auch immer die Mannschaft auf Eis zu schicken, die funktioniert? Ja, funktioniert. Wir hatten ja keine Extra. Es war nur eine Frage, wer spielt wann. Für uns war klar, dass die Champions-League-Spieler nur 2 Spiele bestreiten, das heißt Donnerstag und Samstag. Und die Spieler, die dann dazwischen eine Pause hatten, das war so, die spielen dann heute. Es gab wenige, es gab wahrscheinlich alle, hätten gerne alle 3 Spiele, aber ich denke, die Lösung, die wir gefunden haben, ich glaube, es waren nur Tobi Eder und Alexander Ehl, die alle 3 Spiele gemacht haben und die Verteidiger, eine gute Lösung für die Spieler und auch für die Heimatclubs. Wie waren Sie hier mit der Organisation zufrieden? Wir waren ja jetzt das erste Mal in Landshut, in einem etwas kleineren Stadion. Ja, ich hatte nicht das Gefühl, dass Landshut das erste Mal so ein Turnier ausrichtet. Also wir waren sehr gut versorgt hier mit der deutschen Nationalmannschaft, Trainingszeiten, Hotel, auch die Betreuung. Lief alles sehr, sehr rund für uns. Noch ein kleines Wort, die Frauen haben auch mitgespielt. Es waren dann nochmal 4 Mannschaften, also mit 8 Mannschaften habt ihr euch dann auch hier das Eis geteilt. Ja, ich finde diese Entscheidung, Frauen und Männer an einem Ort ein Turnier auszutragen, finde ich eine sehr gute Sache. Ich habe auch sehr viel Spaß gehabt, als wir hier das Spiel angeschaut haben gegen Finnland. Und wenn sich das fortsetzt in der Form, wäre das eine tolle Sache. Aber außer dem Werbespot habt ihr sonst nicht so wirklich Berührungspunkte mit den Frauen gehabt, dass man gemeinsam eine Veranstaltung hatte oder so? Ja, die einzige gemeinsame Veranstaltung, die wir hatten, war ein Besuch im Rathaus mit dem Bürgermeister. Aber es gibt gar keine Zeit für sowas in so einem Turnier mit wenigen Tagen. Die Leute wollen sich wirklich auf das Spielen konzentrieren und das Regenerieren konzentrieren. Und somit hatten wir keine Möglichkeit. Gibt es schon einen Ausblick auf eine nächste Nationalmannschaftsmaßnahme? Wann ist das? Im Februar, glaube ich? Ja, im Februar wird es die U25-Maßnahme geben. Und bis dahin ist eigentlich gar nichts. Nein.
Alles klar, sagen wir Dankeschön und gute Heimfahrt. Okay, danke.